für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Griechenland ist durch massiven Druck aus der EU, aus Brüssel heraus, mitten in der Wirtschaftskrise gedrängt worden, verpflichtet worden, ein massives Sparprogramm aufzulegen, zum Beispiel durch Lohnkürzungen und durch Einsparungen im öffentlichen Dienst, Mehrwertsteuererhöhung und dergleichen mehr. Das wird das Problem in Griechenland überhaupt nicht lösen, sondern im Gegenteil. Diese Politik von außen des Sparens wird in Griechenland die Wirtschaftskrise nur noch weiter verschärfen und am Ende auch die Staatsverschuldung in Griechenland nur noch tendenziell weiter erhöhen. Der britische Schatzkanzler hat zu Recht darauf hingewiesen, dass dies eine Verrücktheit ist. Und ich will deutlich sagen, für Verrücktheiten steht Die Linke nicht zur Verfügung. Das lehnen wir ab. Die Verrücktheit wird sich möglicherweise ja noch steigern, wenn auf Intervention der deutschen Regierung dann auch noch der IWF auf Griechenland losgelassen wird. Und was für verheerende Folgen IWF-Politik auf die Binnenstruktur von Ländern hat, das konnte man in den letzten Jahrzehnten in diversen Ländern der Dritten Welt verfolgen. Das griechische Volk wehrt sich gegen diese massiven Verschlechterungen zu Recht. Und es bleibt aus unserer Sicht nur zu hoffen, dass das griechische Volk sich möglichst erfolgreich gegen diese Verschlechterungen auch wehrt, weil dies auch im Interesse des Landes und am Ende auch im Interesse Europas ist, dass diese Politik dort so nicht aufgeht. Deswegen ist vollkommen klar, dass Die Linke diese Auseinandersetzung unterstützt. Überhaupt muss man noch mal eins festhalten, dass andere Dinge, an denen man in der Tat einsparen könnte, bisher überhaupt nicht in das Blickfeld geraten sind. Militärausgaben zum Beispiel. Sie belaufen sich in Griechenland auf 4% des Bruttoinlandsproduktes, mehr als 4%. Das ist ungefähr dreimal so viel wie in Deutschland. Und es ist bisher mir jedenfalls nicht bekannt, dass ein einziger Politiker der deutschen Bundesregierung den Griechen vorgeschlagen hat, ihren Rüstungshaushalt doch herunterzufahren. Nein, umgekehrt muss man immer wieder feststellen, wie gerade auch deutsche Minister eher darauf hinwirken, die Griechen dazu animieren, Rüstungsausgaben eher hochzufahren, um am Ende sich dann zu Lobbyisten deutscher Rüstungsunternehmen zu machen. Und das geht so auch im Grunde nicht weiter. Dagegen sind wir, ganz klar. Man sieht an diesem Beispiel, dass das eigentliche Problem in Deutschland, in Griechenland sehr viel auch mit Deutschland zu tun hat. Und das eigentliche Problem ist die Entwicklung der deutschen Wirtschaftspolitik, und zwar die Politik des deutschen Lohndumpings in Europa und der Welt. Aber hier geht es um Europa. Die Lohnstückkosten sind in den letzten 10 Jahren in der Eurozone um 27% angestiegen, in Griechenland um 28% und nur in Deutschland sind sie mal gerade um 7% angestiegen. Dahinter steckt, dass in Deutschland in den letzten 10 Jahren als einzigem Land die Reallöhne gesunken sind. Und insofern kann man auch nur der französischen Finanzministerin Lagarde zustimmen, die ja nun letzte Woche dieses deutsche Lohndumping sehr kritisiert hat. Und mir ist nach wie vor vollkommen unverständlich, weshalb hier, auch hier im Hause, auch von Vertretern der Bundesregierung, diese Kritik relativ läppisch nur abgetan worden ist, ohne sich damit auseinanderzusetzen. Deutschland hat von 2000 bis 2008 einen Außenhandelsüberschuss von 1,3 Billionen Euro erzielt. Und interessanterweise deckt sich das Defizit der Euro-Südländer genau mit dieser Zahl. Die Euro-Südländer haben in diesen 10 Jahren, in diesen 8 Jahren, 1,3 Billionen Defizit aufgehäuft. Und dieser Verlust der internationalen Wettbewerbsfähigkeit in den Euro-Südländern, das ist der entscheidende Punkt, auch am Ende für das Desaster der Staatshaushalte dort. Und wenn es nicht gelingt, diese Politik umzukehren, sicherlich neben auch einer Reihe von Hausaufgaben, die in den Ländern zu erledigen sein wird, aber wenn es nicht gelingt, diese Politik umzudrehen und hier in Deutschland eine andere Politik durchzusetzen, die viel stärker
auf eine Kräftigung, auf einen Ausbau des Binnenmarktes setzt und darüber auch zu einer fairen Außenhandelsbeziehung übergeht, dann werden diese Probleme in Europa nicht gelöst werden. Dann wird nach Griechenland Spanien folgen, dann wird Portugal folgen und andere Länder noch mehr. Und ich sage voraus, dann ist die Gefahr, dass der Euro auseinanderfliegt, extrem groß. Und dann ist am Ende auch in sehr großer Gefahr, dass die Erfolge von 60 Jahren europäischer Integration, dass diese Erfolge am Ende in hohem Maße gefährdet sind und dass die Gefahr besteht, dass wir in Deutschland, in Europa wieder auch zu einer ganz verhängnisvollen Entwicklung gelangen. Ich danke Ihnen.